Das Herrenhaus im Golfclub Gutkaden bietet den perfekten Rahmen für die Auftaktveranstaltung zum Finale einer ganz besonderen Turnierserie. Ich freue mich, Sie heute Abend hier auf Gutkaden begrüßen zu dürfen zu dem Finale des diesjährigen Deutsche Bank Invitational. Nach der Begrüßung durch Gastgeber Professor Hans-Michael Hölz stellt sich die Partnerregion des Events vor, der Schweizer Kanton Tessin. Es ist die Landschaft, es ist das Ambiente, es sind die Leute, die Gastfreundschaft, es ist die Gastronomie, alles was auch zum Golf gehört. Das Tessin ist eine touristische Gegend seit mehr als 100 Jahren und mit dem Tourismus kann dann auch der Golf, Lugano, Ascona. Mit der Deutsche Bank Ladies Swiss Open beheimatet das Tessin sogar ein Turnier der Ladies European Tour. Was die Region kulinarisch zu bieten hat, erfahren die Finalteilnehmer dann im Herrenhaus von Gutkaden. Bei prächtiger Stimmung und original Tessiner Köstlichkeiten steigt die Vorfreude auf das Golf-Event am folgenden Tag. Beim perfekten Spätsommerwetter findet dann die 13. Auflage des Deutsche Bank Invitational Finalturniers statt. Die Sieger der einzelnen regionalen Events aus ganz Europa schlagen ab. Das Wesentliche bei unseren Deutschen Bank Invitational Turnieren ist, dass wir unseren Kunden einen sehr schönen und sportlichen Golftag präsentieren wollen. Ich glaube, die Kommunikation um das Thema Golf herum ist etwas sehr Verbindendes. Deswegen spielen wir zum Beispiel nach dem Scramble, damit da auch schon ein gutes Teamgefühl existiert. Und der Teampartner kann ja auch immer mal wieder aushelfen, wenn der ein oder andere Schlag misslingt. Hauptsache, man nimmt es mit Humor und genießt seinen Golftag. Der Platz von Gutkaden bietet perfekte Bedingungen für eine unvergessliche Runde Golf. Gutkaden hat eine riesige Tradition im auch professionellen Golf. Hier gab es die Deutsche Bank Open, die Deutsche Bank SAP Open, die Deutsche Bank Players Championship. Also wirklich großes Golf auf dem europäischen oder weltweiten Kontext. Und hier, wenn man so will, gab es dann auch die Geburtsstunde Richtung Damengolf. Da haben wir entschieden, in die Schweiz zu gehen mit der Deutschen Bank Ladies Swiss Open. Und der Sieger von heute wird eingeladen zur Deutschen Bank Ladies Swiss Open 2012 im Juni. Und das ist bei weitem nicht alles. Neben der Reise ins Tessin sind auch noch Pro-Am-Plätze an der Seite der besten europäischen Golferinnen in der Verlosung. Gespanntes Warten bei den Teilnehmern und ihren Begleitungen beim Gala-Dinner im Steigenberger Hotel in Hamburg, bis die glücklichen Sieger dann endlich feststehen. Die Trainingsrunde, die lief nicht so gut. Also, und der heutige Tag war natürlich super. Mit dem Wetter dazu und das Programm, das war einfach top. Ne? Also ich muss sagen, so kann man Wochenende angehen. Und Montag ist noch frei, wir fahren morgen noch Spielpartner zum Fußball. Also es ist ein richtig rundes Wochenende und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Spaß hatten alle Teilnehmer beim Finale in Hamburg. Und im Januar startet bereits die 14. Auflage des Deutsche Bank Invitational.